Hi, hier bin ich wieder. Also hier ist meine Schule. Die Fassade ist ja ganz hübsch, aber mit Fassaden haben wir auch eigentlich keine Probleme hier in Selmen. Ja, lass uns mal reingehen. Aber Achtung, die Affen nicht füttern. Also das hier ist die Turnhalle. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Wenn kein Unterricht ist, komme ich manchmal hierher. Krass. Da hat jetzt jemand doch daran gedacht, die Fotos von denen aufzuhängen. Das sind also die vier Mädchen. Die fünfte hat natürlich noch niemand aufgehängt, eh klar. Hallo. Ah, das ist ja Gieselmann, unser Deutschlehrer. Was machen Sie denn hier? Ich schau mich noch ein bisschen um. Ah, Sie dokumentieren aber nicht den Aufbau des Musicals, oder? Nein. Ist irgendwas mit Ihnen? Was soll sein? Sie mich verstanden haben. Sie müssen hier weg wegen des Musical-Aufbaus. Was wissen Sie über die fünf toten Mädchen? Wie bitte? Hören Sie schlecht? Was wissen Sie über die fünf toten Mädchen? naja, das, was alle wissen. Glauben Sie an die Hexe? Glauben Sie an den Fluch? Fragen Sie mich das gerade im Ernst? Nein. Nein, nein. Wissen Sie irgendwas oder nicht? Das haben Sie nicht von mir. Diese fünf Mädchen verbindet etwas. Kennen Sie einen gewissen Dr. Wagner? Nein, wer ist das? Ein hier ansässiger Arzt. Was war er? Ein Allgemeinmediziner. Er verschreibt zu leicht Psychopharmaka. Alle fünf Mädchen waren kurz vor ihrem Tod bei ihm. Okay. Das haben Sie aber nicht von mir. Ja. Alles klar? Kommen Sie nachher zum Musical? Mal schauen. Mich würde es freuen. Stefanie, einen schönen Tag. Stefanie, Sie haben noch ungefähr 5 Minuten, bevor es gewählt wird. Tschüss. Danke, ja? Ja, nichts von mir.